Ja, liebes Publikum, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Abend der Veranstaltungsreihe Vom Baltikum bis Usbekistan, Gegenwartsliteraturen 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion. Eine Reihe, die wir, das Literaturhaus am Inn, gemeinsam mit dem Russlandzentrum der Universität Innsbruck konzipieren und organisieren dürfen. Und heute begrüßen wir einen ganz, ganz besonderen Gast hier bei uns aus der Ferne, nämlich Hamdan Zakirov. Den Abend, auch das ist etwas ganz Besonderes, den können Sie wieder in der Sprache anhören, die Sie selbst wählen. Wie das Ganze funktioniert, wie der Abend simultan gedolmetscht wird, das wird uns gleich unsere Korrespondentin aus dem Russlandzentrum, die technische Expertin Ramona Rakic, erklären. Guten Abend auf meiner Seite. Genau, wie Maria schon gesagt hat, der Abend wird gedolmetscht, nämlich von Matthias und Marsha, die Sie da in diesem schönen Weinrot im Bild sehen. Sie können zwischen den Spuren wechseln. Unten in der Leiste neben Chat und Handheben befindet sich so ein kleines Weltkugelsymbol. Da steht Dolmetschen darunter und da können Sie draufklicken und sehen die Spuren inaktiv, Deutsch oder Russisch. Inaktiv ist quasi die Originalspur, wo Sie unsere Moderatorinnen auf Deutsch hören und haben dann Sakira auf Russisch antworten hören. Deutsch wird dann von Mascha gedolmetscht und Russisch von Matthias. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Ramona, für diese Ausführungen. Dank gebührt natürlich auch unserem Kooperationspartner, dem Institut für Translationswissenschaften und eben unserem hochkarätigen Dolmetsch-Duo Mascha Davic und Matthias Altala. Den Schauspieler Helmut Häusler, der ist Ihnen wahrscheinlich schon bekannt von den Brettern, die die Welt bedeuten, vielleicht auch aus Film und Fernsehen oder aber von einem der vielen Lese- und Rezitationsabende, die er bereits veranstaltet hat. Wir freuen uns ganz besonders, dass er sich wieder bereit erklärt hat, für uns hier als Lesende zur Verfügung zu stehen. Schönen Abend. Schönen Abend und vielen Dank. Durch den Abend führen uns wieder das altbekannte Moderatorenteam. Ich begrüße Eva Binder. Eva Binder vom Institut für Slawistik und Leiterin des Russlandzentrums, sowie an ihrer Seite Miriam Finkelstein, Slawistin an der Universität Graz. Die beiden sind die Initiatoren, die Ideatoren dieser Reihe und wir sind sehr froh, dass wir mit ihnen das ganze Projekt gestalten durften. Ganz, ganz besonders begrüßen wir aber noch einmal Hamdan Zakirov, den ich Ihnen ganz, ganz kurz vorstellen darf. Er wurde 1966 in der usbekischen Provinz Ferghana geboren. Er studierte an den Universitäten in Taschkent und Ferghana. Er ist Autor und Mitglied der sogenannten Ferghana Schule, einer Gruppe russischsprachiger Lyriker, die sich in den späten 1980er Jahren formiert hat. Seit 2001 lebt er allerdings in Helsinki, wo er neben dem Schreiben auch Kulturveranstaltungen organisiert und auch als DJ tätig ist. 2018 erschien sein Gedichtband Doslovno, zu Deutsch Wort für Wort, in der bekannten Reihe Neue Poesie in Moskau. Seine Gedichte wurden unter anderem ins Finnische, Estnische und Englische übersetzt. Und wir freuen uns alle sehr, schon mehr von Hamdan zu hören. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und übergebe das Wort an unsere geschätzten Moderatorinnen. Vielen herzlichen Dank, Maria. Vielen Dank für diese freundliche Einladung. Ich freue mich auch ganz besonders auf diesen Abend. Bevor wir aber mit unserer Lesung und mit unserem Gespräch einsteigen, noch ein paar kurze Worte von mir an die Adresse unseres russischsprachigen Publikums. Дорогие гости, дорогие слушатели, Sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Zuhörer, die heute dabei sind, zunächst eine kurze technische Erklärung. Wenn Sie den heutigen Abend ausschließlich auf Russisch hören wollen, dann finden Sie unten auf der Leiste ein Symbol. Also Sie finden dort ein Globus-Symbol und dort können Sie, wenn Sie den russischen Kanal wählen, dann werden Sie alles nur auf Russisch hören, auch in der Dolmetschung und im Original. Und dann gibt es auch
diesen deutschen Kanal, wo Sie alles auf Deutsch hören können. Zu unserer eigentlichen ersten Frage, eine Frage, die wir immer an die Adresse aller unserer Gäste gerichtet haben und auch richten, auch hier heute Abend richten möchten, nämlich, Herr Damm, ich würde Sie ganz herzlich bitten, sich eine Erinnerung mit uns zu teilen, eine vielleicht besonders für Sie wichtige Erinnerung an den Zerfall der Sowjetunion. Wo waren Sie an dem Tag oder in dieser Zeit? Wie haben Sie davon erfahren und wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Zunächst guten Abend an alle. Ich bedanke mich zunächst bei allen, beim ganzen Publikum. Und es ist für mich eine große Ehre, es ist für mich wunderbar, hier vor dem österreichischen Publikum aufzutreten. Denn von hier kommen zahlreiche Dichter, die ich sehr gerne mag. Aber ich komme nun gleich zu dieser Antwort auf die Frage, also die Frage nach dem Zerfall Sowjetunion. Ich habe damals 1991 in Fergana gelebt. Warum ich das erzähle? Nach der Schule bin ich nach Leningrad gezogen. Ich habe dort studiert, 4 Jahre lang in einem militärischen Universität. Marine. Und ich habe dann beschlossen, diese Karriere, also mich abzuwenden von dieser Karriere. Es war eben eine sehr seltsame sowjetische Zeit und ich habe beschlossen, ich mache etwas anderes. Ich möchte mich mit Journalismus beschäftigen. Und dann bin ich dann nach Taschkent gezogen und habe dort an der Universität Journalismus studiert. Ich war also damals in Fergana und ich erinnere mich, im März 91, wenn ich mich richtig erinnern kann, gab es ja ein Referendum und 76%, wenn diese Zahl noch stimmt, also wenn ich hier nicht etwas verwechsle, soweit ich weiß, haben 76% dafür gestimmt, dass die Sowjetunion weiter besteht. Dann gab es über eine Übereinkunft dreier Präsidenten, und also der Präsident Russland, Belarus und Ukraine. Und diese drei Präsidenten haben dann verkündet, dass die Sowjetunion nicht weiter existieren soll. Also sie haben sozusagen gesagt, alle Völker, alle Nationen sollen die Freiheit erlangen. Und man hatte so ein Gefühl am folgenden Tag, als hätte man uns verraten. Ich hatte jedenfalls dieses Gefühl, ich habe eben, wie gesagt, in Usbekistan gelebt und ich habe eine sehr spezifische Geschichte. Ich bin ein Usbeke, aber ich bin russischsprachig und ein paar Jahre zuvor habe ich darüber nachgedacht, wie das eben ist, also das Verhältnis der Russen zu den Usbeken, zur usbekischen Sprache, dass das alles sehr schlimm ist. Ich kann mich erinnern, ich war vielleicht 14 oder 15, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ich werde, wenn ich groß bin, alles dafür tun, damit die Usbekistan sozusagen frei wird. Und dann passiert aber das, was eben 1991 passiert ist. Und plötzlich hatte ich aber ein ganz anderes Verhältnis zu dem, was passierte, ganz anders, als ich erwartet hatte. Als ein logisch denkender Mensch damals war mir klar, es wird jetzt nun zu einer Übergabe der Macht kommen, es wird Veränderungen geben in den einzelnen Republiken, in den einzelnen Bezirken, in den einzelnen Städten, Gebieten und es wird einfach einen Kampf um die Macht geben. Und den Menschen, den einfachen Leuten wird das nichts bringen. Zumindest auf so einer gewissen Ebene hat das damals so ausgesehen. Die ökonomischen Folgen des Zerfalls der Sowjetunion, diese ökonomischen Folgen konnte man sich damals nicht einmal ausmalen. Ich war damals jung, ich war 20 oder 25, war ich ja, als das passiert ist. Und ich habe wenig über die ökonomische Komponente der Zukunft nachgedacht, aber wir wurden dann Zeitzeugen
dessen, was nachher passierte in den 90er Jahren. Noch ein interessantes Moment, als ich nach Finnland gezogen bin, das war im Jahr 2001. Ich wurde vom finnischen PEN aufgenommen und ich habe dann teilgenommen an einer internationalen Dichterkonferenz. Dort habe ich den Vorsitzenden des finnischen PEN kennengelernt, beziehungsweise die Vorsitzende Elisabeth. Sie war damals die Vorsitzende des finnischen PEN. Sie hat mir vorgeschlagen, damals einen Artikel zu schreiben, einen Essay zu schreiben, über den Zerfall der Sowjetunion, und das hieß Sowjetnet, also sehr rhythmischer Titel. Ich habe damals diesen Artikel geschrieben und es hieß 10 Jahre. Einen Moment, ich habe sogar vergessen, wie eigentlich dieser Essay hieß. 10 Jahre, die alle enttäuscht haben. Natürlich, wenn man mich heute bitten würde, einen solchen Essay zu schreiben, dann würde dieser Titel wohl anders lauten. Es gab auch Jahre, die jetzt die Menschen erschüttert haben. Aber das ist wohl eher etwas, was sich auf das letzte Jahrzehnt bezieht. Bevor wir zwei Gedichte lesen, möchte ich noch gerne diese Frage auch zur Biografie fortsetzen. Und zwar eine Frage zu Ihrer Sprachbiografie ganz konkret stellen. Sie sind im usbekischen Teil des Ferganatals aufgewachsen, ein Territorium, das heute auf drei Nachfolgestaaten der Sowjetunion, nämlich auf Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan aufgeteilt ist und das etwa die Hälfte der Schweiz ausmacht. Das Ferganatal ist seit Jahrtausenden besiedelt. Es stand im ersten Jahrtausend unter persischem Einfluss. Im 18. Jahrhundert konnte sich dort das eigenständige Khanat von Kokand etablieren. Und in den 1870er Jahren wurde das Khanat vom Zarenreich annektiert. Ganz besonders bemerkenswert im Ferganatal ist die Sprachenvielfalt. Vor der Ankunft der Europäer, das heißt von Russen, Polen, Deutschen, Juden und so weiter, gab es dort einerseits persischsprachige und andererseits turksprachige Bevölkerungsgruppen. Zum Persischen oder Farsi gehört das Tadschikische, zu den Turksprachen das Usbekische oder Kirgisische. Mit welchen nun Sprachen, dem Ferganatal verbreiteten, gesprochenen Sprachen, sind Sie aufgewachsen? Und welche Sprachen sprechen Sie heute noch aktiv? Und dazu noch in Ergänzung, wie kommt es, dass das Russische die Sprache Ihres Schreibens, Ihrer Lyrik geworden ist und bis heute geblieben ist? Schauen Sie, ich habe einen Bezug zu allen diesen drei Sprachen, die Sie genannt haben. Ich spreche mehr oder weniger alle diese drei Sprachen. Meine Familie kommt aus Ristan, das ist eine sehr altertümliche Stadt, etwa 60 Kilometer von Fergana entfernt, wo ich geboren bin. Und dort wird Tadschikisch gesprochen. Das ist eine persische Sprache. Die tadschikische Sprache war also die Sprache meiner Familie. Als ich geboren wurde, habe ich die erste Sprache, die ich gelernt habe oder in der ich begonnen habe zu sprechen, war Tadschikisch. Später hat meine Mutter sich scheiden lassen. Das ist ihre private Lebensgeschichte. Sie hat dann mit mir in Fergana gelebt. Und nach einer Zeit lang, also ich war dann zunächst in einem Kindergarten, und fast alle Erzieher dort waren russischsprachig. Und ich kann mich selbst gar nicht erinnern, dass ich Tadschikisch gesprochen hätte, aber meine Mutter behauptet, ich hätte als ganz kleines Kind Tadschikisch gesprochen. Also im Kindergarten habe ich die russische Sprache gelernt. Ich erinnere mich noch in der Schule, als ich ein Schulkind war, etwa bis zum Alter von 10 Jahren, da habe ich mit meiner Großmutter und auch mit meinen Onkeln und allen Tanten, mit allen Verwandten, habe ich Russisch gesprochen, weil ich eine andere Sprache zu diesem Zeitpunkt gar nicht beherrschte. Dann nach und nach
begann ich oder ich lernte die usbekische Sprache, beziehungsweise es kam ganz natürlich zu mir. Damals gab es eben kaum Menschen, die Tadschikisch gesprochen haben, sondern Usbekisch. Also habe ich Usbekisch begonnen zu sprechen. Dennoch ist die russische Sprache sozusagen meine Muttersprache, wenn man so will. Es ist die Sprache, in der ich denke. Ich bin in eine russische Schule gegangen. Diese Schule war einfach direkt neben unserem Zuhause. Und meine Mutter war außerdem der Meinung, dass es ohne die russische Sprache nicht geht. Es sind doch die 70er Jahre und es war die Sowjetunion. Und sie war der Meinung, man könnte keine Karriere machen und man könnte nichts erreichen ohne die russische Sprache. Und man müsste Russisch auf jeden Fall lernen. Sie selbst hat auch die russische Schule abgeschlossen. Sogar in Ristan, in dieser relativ kleinen Sprache, gab es unterschiedliche Schulen, also auf Usbekisch, Tadschikisch und Russisch. Sie selbst hatte die russische Schule abgeschlossen. Sie hat Russisch auch weiterführende Ausbildungen gemacht und mit mir hat sie auch Russisch gesprochen zu Hause. Offensichtlich war sie der Meinung, alle anderen Sprachen werden ganz natürlich den Weg zu mir finden. Sowieso sprachen alle Usbekisch und meine Verwandten auf Tadschikisch, aber irgendwie ist das dann aber gar nicht so passiert. Vielleicht ist das etwas, was in mir ist, auch dass ich allein aufgewachsen bin. Ich habe einfach sehr viel gelesen und gelesen habe ich offensichtlich hauptsächlich oder nur auf Russisch. Und so hat sich die russische Sprache in meinem Kopf am besten entwickelt. Tadschikisch habe ich einen gewissen Wortschatz und ich kann ein bisschen etwas verstehen und ich kann ein paar Phrasen sagen. Und ich empfinde es auch als etwas Vertrautes. Und auch wenn ich Deutsch höre, habe ich das Gefühl, dass es mir auch vertraut ist. Das Gefühl hatte ich auch, als ich Deutsch gelernt habe in der Schule. Das hat nicht sehr lange gedauert. Also ich werde jetzt hier nicht meine Deutschkenntnisse hier ausbreiten und auch nicht versuchen, heute Deutsch zu sprechen. Aber diese Sprache ist mir auch vertraut, zumindest auf der Ebene der Phonetik. Die usbekische Sprache kenne ich so als gesprochene Sprache und Russisch ist eben die Sprache, mit der ich lebe. Welche Sprache sprechen Sie besser? Usbekisch oder Finnisch? Sehr gute Frage. Ja. Als ich begann, Finnisch zu lernen. Da gab es sehr lustige Momente. Ich habe nach Fergana angerufen. Ich habe mit meinem Stiefvater gesprochen. Damals hat er noch gelebt. Meine Mutter und ich haben immer Russisch gesprochen und mit dem Stiefvater sprach ich eben Usbekisch. Und ich ertappte mich dabei, dass ich so gewisse einzelne Wörter oder irgendwelche einzelnen Elemente plötzlich auf Finnisch sozusagen kamen und ich habe mich dann immer, ich habe immer gesagt, Papa, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe einfach einen Brei im Kopf, weil ich jetzt die finnische Sprache lerne. Vermutlich spreche ich jetzt besser Finnisch als Usbekisch. Weil alle Sprachen noch dazu aus unterschiedlichen Sprachgruppen kommen. Also tatsächlich, wir als Philologen können sie nur beneiden darum. Wir kommen nun zu den ersten beiden Gedichten. Und zwar ist das erste Gedicht ein Ausschnitt, also Teil 2 aus einem Gedicht, das nennt sich Tagebuch, Fergana im Jahr 2000. Und das zweite Gedicht, Medlenaya Vremya, Langsame Zeit. Und beide nähern uns sozusagen dem Ort an, nämlich Fergana und dem Fergana-Tal. Und ich sollte vielleicht dazu sagen, die Gedichte wurden von uns gemeinsam übersetzt. Wir haben uns, hier ist das Buch, Miriam zeigt das Buch. Also aus diesem Gedichtband des Jahres 2018 haben wir Gedichte ausgewählt, aber nicht nur. Und wir haben sie selber übersetzt in Vorbereitung auf diesen Abend, nämlich Ramona Rakic, Miriam Finkelstein und ich. Und wir haben uns natürlich an den russischen Wortlaut gehalten. Bitte sehr. Also da möchte ich mich ganz besonders bedanken, Daslovna, das ist wichtig für meine Gedichte. Und dann hier dieser zweite Teil, Fergana, Tagebuch Ferganas im Jahr 2000.
Damals gab es eine ziemlich lange Pause, also ich war lange Zeit nicht in Fergana und ich hatte das Gefühl, dass es dort sehr wenige Menschen gab, dass es sehr menschenleer war. Jetzt ist die Situation anders. Ja, ich lese jetzt den zweiten Teil des Gedichts vor. Остановки, ветреный треп, асфальт бугрится корнями и бликами. В моем родном городе творится все та же вакханалия покоя и зноя, над которыми властны лишь ветер и смена дней и ночей. Ноги прохожих не оставляют следов, лица не сохраняет память. Однако город подвержен порче, вернее, подвергнут, словно бы его сглазили, едва ангел-хранитель отвлекся. Тление под стать жизни, медленно. Потому можно еще наслаждаться иными прелестями, покоем и зноем, к примеру, на которых не видно следов разложения. Впрочем, видны они лишь старожилам, которых наперечет, проходящим ежеутренне тем же маршрутом и знающим наперед, что здесь было, чего уже нет. Но город живет, превращаясь, возможно, в иной город или в памятник самому себе. Так, во всяком случае, видится нам. И также ласково солнце, и кроны деревьев защищают его по возможности от скверны большого мира, простертого там, за горами. И к тому же окраины все так же пустынны и тихи. Пожалуй, только собаки с большей злобой лают вслед прохожим, рвутся истошно с цепей. Спасибо. Tagebuch Fergana 2000. Ecken, Haltestellen, Windgeschwätz. Der Asphalt wölbt sich von Wurzeln und Lichtflecken. In meiner Heimatstadt wird immer noch zelebriert, dasselbe Bacchanal von Ruhe und Hitze, über die nur der Wind Herr ist und der Wechsel von Tagen und Nächten. Die Füße der Passanten hinterlassen keine Spuren. Die Gesichter bleiben nicht im Gedächtnis. Indessen neigt die Stadt zum Verderben. Genauer ist ihm ausgesetzt, als wäre sie vom bösen Blick getroffen, sobald der Schutzengel wegschaute. Langsames Verwesen wie das Leben. Deshalb ist es noch möglich, sich an anderen Reizen zu erquicken, an der Ruhe und der Hitze zum Beispiel, an denen die Spuren der Zersetzung noch nicht sichtbar sind. Allerdings sind sie nur für Alteingesessene sichtbar und es sind ihrer wenige, die jeden Morgen denselben Weg gehen und die schon im Vorhinein wissen, was hier einst war, was nicht mehr da ist. Aber die Stadt lebt, wird vielleicht zu einer anderen Stadt oder zum Denkmal ihrer selbst, zumindest scheint es uns so. Und gleich wie die Sonne und die Baumkronen sie liebevoll beschützen, soweit möglich, vom Übel der großen Welt, das sich dort hinter den Bergen erstreckt. Und die Stadtränder sind außerdem immer noch genauso leer und still. Nur die Hunde bellen wohl noch jähzorniger hinter den Passanten her, zerren gellend an den Ketten. Второе стихотворение называется «Медленное время». Das zweite Gedicht heißt «Die langsame Zeit». Порой случается иное событие, порой ничего не случается. Но чаще день плывет, как горизонт вокруг бездвижной карусели, следуя неровностям ландшафта, то вверх, то вниз. Мы наблюдаем, болтаясь над родной землей, лишь металлические цепи качелей в такие дни напряжены. Погода, настроение, остатки денег, которые, пожалуй, следует потратить на сигареты, курагу и кофе. Порою воздух кажется давящей крышей. Порою в спазматическом припадке
ты не в силах сделать ни шагу. Порою день так и не наступает, хотя за утром, как всегда, следует жаркий, липкий комок безвременья, и влажный зной тянется, словно жила, словно безжалостная тетива лука в руках мрачнейшего из ангелов, ангела смерти. Музыка, что при этом слышна, достаточно прямолинейна, чтобы проникнуть сквозь слабую бронь нашей кожи и заставить вибрировать на долгой и тягостной ноте сеть артерий и вен. Покой, который случается следом, всего лишь прохлада, передышка уставшему телу. Сердце все так же молчит. Вещи, к примеру, книги, теряют свое содержание, и лучшее ни к чему не притрагиваться, ничего не касаться. Впрочем, следы наших пальцев повсюду, хотя руки, казалось, бездвижны. С этим ничего не поделаешь. Такое время. Такое время. Мысли блуждают в осенних туманах. Перед глазами мелькают обрывки прекрасных строк. И все же большее достается ушам. Журчание ручья, скрытные певчие птицы, чьи голоса, пожалуй, чуть монотонные, однообразные, но не для азиатского слуха. Все это в обрамлении прозрачной, словно кристалл тишины. Душа спокойна, спокойна всегда. Небо нас стережет. Пусть спят, пусть блаженствуют в укромном неведении. И каждый вечер, конечно же, пять раз на дню, в тишину отдыхающего предместья, Азанчи выкликает весть надежды, которую ты волен услышать и принять или нет. Тоска? Нет, просто зеленый чай, эликсир умиротворения, льющий на мельницу здешних неспешных часов живую и мертвую воду. Какая на этот раз в твоей пиале, земляк? Спасибо. Helmut. Спасибо. Die langsame Zeit. Ab und an ereignet sich etwas. Ab und an ereignet sich nichts. Am häufigsten aber schwimmt der Tag dahin, wie der Horizont um ein stillstehendes Karussell, den Unebenheiten der Landschaft folgend, einmal hinauf, einmal hinab. Wir beobachten, baumelnd über der heimatlichen Erde, nur die metallenen Ketten der Schaukel sind an solchen Tagen angespannt. Das Wetter, die Stimmung, das restliche Geld, das man wohl für Zigaretten, getrocknete Aprikosen und Kaffee ausgeben sollte. Ab und an erscheint die Luft wie ein drückendes Dach. Ab und an kannst du in einem krampfartigen Anfall keinen Schritt mehr tun. Ab und an will der Tag nicht anbrechen. Obwohl auch jeden Morgen wie immer ein heißer, klebriger Klumpen toter Zeit folgt. Und die feuchte Hitze zieht sich lang wie eine Ader, wie eine erbarmungslose Bogensehne in den Händen des finstersten aller Engel, des Todesengels. Die dabei zu hörende Musik ist direkt genug, um die dünne Membran unserer Haut zu durchdringen und das Netz von Arterien und Venen in einem langen und schweren Ton zum Vibrieren zu bringen. Die Ruhe, die danach passiert, ist nur Kühle, eine Atempause für den müden Körper. Das Herz schweigt weiterhin. Die Dinge, zum Beispiel die Bücher, verlieren ihren Inhalt und das Beste, nichts anfassen, nichts berühren. Allerdings sind die Abdrücke unserer Finger überall, obwohl die Hände, so scheint es, reglos sind. Da ist nichts zu machen. Es ist so eine Zeit der Sommer, so eine Zeit. Die Gedanken schweifen durch den herbstlichen Nebel. Vor den Augen flimmern ab und an Bruchstücke herrlicher Verse. Das meiste bekommt aber das Gehör ab. Das Plätschern des Baches, die Stimmen sich versteckender Vögel, die ein wenig monoton wohl, einförmig, aber nicht für das asiatische Ohr. All das umrahmt von einer durchsichtigen, kristallklaren Stille. Die Seele ist ruhig, stets ruhig. Der Himmel wacht über uns.
sollen sie schlafen, selig sein in behaglicher Unwissenheit. Und jeden Abend, genauer natürlich fünfmal am Tag, ruft in die Stille des sich ausruhenden Vorortes der Sanchi die Botschaft der Hoffnung, die du hören und annehmen kannst. Oder nicht. Schwermut? Nein. Nur grüner Tee. Das Elixier des Seelenfriedens, der auf die Mühlen der hiesigen langsamen Zeit lebendes und totes Wasser gießt. Welches ist dieses Mal in deiner Schale, Landsmann? Vielen Dank, vielen, vielen Dank, Hamdam, vielen Dank, Helmut, für diese wunderbare Lesung. Wir haben jetzt einen ersten Eindruck von der Stadt selbst bekommen im Jahre 2000, einen ganz kleinen Einblick in die Landschaft, die die Stadt umgibt. Meine Frage wäre an dieser Stelle nochmal zu Ihrer poetischen Biografie. Wir haben am Anfang gehört, Sie waren und sind Mitglied der sogenannten Fergana-dichterischen poetischen Schule. Könnten Sie uns ein paar Worte in aller Kürze uns darstellen, was für eine Vereinigung ist es, war es, wie kam es dazu? Ja, ich habe meine künftigen Freunde alle im Jahr 1988 kennengelernt, als ich aus Leningrad zurückgekehrt bin nach Fergana, also nachdem ich diese militärische Ausbildung abgebrochen habe. Ich habe diese Menschen zufällig kennengelernt, das war wirklich ein ziemlicher Zufall. Es stellte sich heraus, es gab da sehr interessante Dichter. Ich war damals sehr jung, knapp über 20. Ich habe irgendwelche Gedichte geschrieben. Und dann wurde ich Dichtern vorgestellt und ich war nicht zu schüchtern, habe dann gesagt, ja, ich schreibe auch Gedichte. Dann habe ich Shamshad Dulaev kennengelernt. Er hat mir dann etwas wirklich Neues beigebracht und etwas Neues gezeigt. Das waren die Jahre der Perestroika. In der Sowjetunion begann man damals zaghaft damit, russische Dichter zu verlegen. Ich habe sie hauptsächlich gelesen. Das waren sogenannte vergessene Dichter, also vergessene Dichter unter Anführungszeichen, vergessene Dichter des silbernen Zeitalters. Und ich habe viele Autoren gelesen, die in der Sowjetzeit, also zum Beispiel Nikolai Sabalotsky oder manche, die gar nicht verlegt wurden, wie Ossip Mandelstamm und so weiter, auch Daniel Harms. Also es gab eine Reihe neuer Dichter, die ich sehr interessant fand damals. Und diese Literatur der Perestroika habe ich sehr stark rezipiert. Dann habe ich in Fergana eben diese anderen jungen Dichter kennengelernt und sie haben mir eine ganz andere Seite dieser Welt gezeigt. Shamshad hat mir seine Bücher zu Hause gezeigt. Er hat gesagt, es gibt viele sowjetische Anthologien von Gedichten, auch aus Europa. Und er hat mir viele konkrete Dichter gezeigt. Ich bin dann mit dem Modernismus, mit dem westeuropäischen und amerikanischen Modernismus in Kontakt gekommen, also aus dem 20. Jahrhundert. Und das hat das hat bei mir wirklich alles auf den Kopf gestellt. Also in wenigen Jahren habe ich einen großen Haufen Bücher gelesen. Bücher, die eben damals verlegt wurden in der Sowjetunion. Und die Dichter waren mehr oder weniger interessant. Dann gab es auch viele Neuheiten. Ich habe das auch verfolgt. Und ja, erst damals habe ich Kontakt bekommen zu dieser Welt. Und meine älteren Freunde hatten das nicht nur schon alles gelesen, sondern sie konnten das auch in ihr Schreiben überführen. Ich war inspiriert von unterschiedlichen Dichtern, eben von Shamshad Abdullayev, mein älterer Freund. Sein Schreiben war sehr ungewöhnlich. Und da war etwas in seinem Schreiben, das
irgendwie für mich sehr interessant war, denn ich konnte darin etwas erkennen, was mir bekannt war. Und mir ist klar geworden, man muss nicht weit in die Weite schweifen. Also man muss nicht so schreiben wie diese wunderbaren russischen Dichter. Man muss auch gar nicht in den Westen schielen und versuchen, so zu schreiben wie die Dichter, die mir gefielen, sondern mir wurde klar, all das, was um mich herum passiert, verfügt auch über einen unschätzbaren poetischen Wert. Und ich begann eben genau darüber zu schreiben. Und dann gab es noch eine wichtige Sache. Wir interessierten uns alle für die Kinematografie und die Sprache des Kinos, also da war diese neue Welle aus Frankreich und den Neorealismus aus Italien, das haben wir alles auch rezipiert und das hatte auch einen starken Einfluss auf uns und auf unsere Poetiken. Und gewissermaßen haben wir unsere Sprache irgendwie entwickelt, weit ab von den Zentren der russischen Literatur. Also wir haben da im Hinterland sozusagen alle möglichen Bücher gelesen oder auch Filme geschaut, die irgendwann eben verlegt worden waren. Und wir haben dann darum gerungen, eine eigene Sprache zu finden, um unsere Realität, die uns umgab, abzubilden. Das Interesse der Ferganer Schule hatte vielleicht auch damit zu tun, dass es durchaus eine Exotik präsent war, eine gewisse Exotisierung. Wir haben aber versucht, uns nicht selbst zu exotisieren, sondern wir haben einfach versucht, über das zu schreiben, was um uns herum passiert, was wir beschreiben wollen und was wir mit unseren eigenen Mitteln beschreiben wollten. Wir Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum müssen diese Poesie nicht nur Hamdams, sondern auch die der gesamten Ferganal-Schule für uns noch entdecken und hoffen auf baldige zukünftige Übersetzungen dieser wunderbaren Texte. Da kommt noch viele spannende Lektüren auf uns zu. Wir lesen jetzt als nächstes wieder zwei Gedichte, Тонкая нить, ein dünner Faden und Пожар в 642 году, der Brand im Jahr 642, und sprechen dann im Anschluss auch über diese Gedichte. Тонкая нить. Читал сегодня жизнеописание Кавафиса, и тоненькая нитка протянулась от его дома на Рюлепсиус до родины моей. Ах, тоненькая нитка от бухарской ткани, наверное, парчи, что вдруг нашлась в его гостиной среди прочих индийских тканей и ковров персидских. Так живо вдруг увидел я тебя. О, если можно было бы читать и видеть, как ты готовишься к вечернему приему, смеешься над критической статьей, в которой тебя учат тому, что греческое есть, о чем писать пристало. Мол, запах сосен, влажная земля. Как подшиваешь папочку стихов, чтобы вручить ее сегодня же в подарок очередному молодому дарованию или, может, судьбы подарку. Но, увы, мне не хватило описания залы. И все ж теперь я знаю точно, что подарил бы, коль была б возможность. Атласов маргеланских, керамики риштанской, а еще просил бы я друзей-художников нарисовать портреты ферганских, наших, узбеков и таджиков. Добавишь что-нибудь для антуража, фона греко-бактрийское. Пусть сердце твое эллинское млеет. Пусть память озарится. Мараканда, Александрия Дальняя. Ах, тоненькая нить материи бухарской, домотканной. Нас так надолго разлучили с миром, и краем Айкумены нам казались границы государства, что теперь по крохам собираем мы былую славу, по крохам узнаем величие предков, по тонким нитям, по обрывкам фраз.
Я в этой толстой книге разве и нашел строк 10-20 о тебе живом? Так жаль, что жизнеописанию певца, деталей, мастера подробностей, штрихов, что придают объем, объема не хватило, подробностей, деталей не достало. Ну, разве это тоненькая нить? Ну, разве что она? Спасибо, Хельмут. Ein dünner Faden. Heute las ich die Vita von Cavafis und ein dünner Faden zog sich von seinem Haus in der Rue Lepsius zu meiner Heimat. Ach, ein dünner Faden von bucharischem Stoff, wahrscheinlich Brokat, der sich plötzlich fand in seinem Wohnzimmer zwischen anderen indischen Stoffen und persischen Teppichen. Wie lebendig sah ich dich plötzlich. Oh, wenn es möglich wäre zu lesen und zu sehen, wie du dich für den abendlichen Empfang vorbereitest, über einen kritischen Artikel lachst, in dem du darüber belehrt wirst, was griechisch ist, worüber zu schreiben es einem Schriftsteller geziemt, quasi über den Kiefernduft, die feuchte Erde. Wie du ein Mäppchen mit Gedichten bindest, um es heute noch als Geschenk zu überreichen, an das nächste Dichtertalent oder vielleicht an das Schicksalsgeschenk. Aber leider, mir fehlt die Beschreibung des Saals. Und doch weiß ich jetzt genau, was ich geschenkt hätte, wäre es möglich gewesen. Seidenstoffe aus Margillon, Keramik aus Rischton. Und auch hätte ich befreundete Maler gebeten, Porträts zu malen von unseren Ferganaer, Usbeken und Tadschiken. Dazu etwas als Entourage, als Hintergrund, etwas griechisch-baktrisches. Soll dein hellenisches Herz schmachten? Soll sich das Gedächtnis erhellen? Marakanda. Alexandria Escate, ach, ein dünner Faden des bucharischen handgewebten Stoffes. Für so lange wurden wir von der Welt getrennt und als Rand der Ökumene schienen uns die Grenzen des Staates, dass wir jetzt den einstigen Ruhm Krümel für Krümel sammeln, Krümel für Krümel von der Größe der Vorfahren erfahren, anhand von dünnen Fäden, anhand von Satzfetzen. In diesem dicken Buch habe ich über dich höchstens 10, 12 Zeilen gefunden, über dich als Lebendigen. Wie schade, dass es der Vita des Sängers, der Details, des Meisters, der Einzelheiten, der feinen Linien, die Tiefe verleihen, an Tiefe fehlt. An Einzelheiten, Details mangelt. Nun, vielleicht nur dieser dünne Faden, vielleicht nur er. Следующее стихотворение, которое я прочту, называется «Пожар». Das nächste Gedicht heißt «Brand im Jahr 642». Das ist aus dem Zyklus «Skizzen für Cavafis». С моря налетал ветер, и тлеющий город вспыхивал с новой силой. По улицам метались тени пеших и конных, крики, ржание лошадей. Впрочем, на рыбном рынке и в порту гвалт поднимался и посильнее в лучшие времена. Говорят, но кто говорит, кто дожил? Библиотека горела несколько дней. Столб огня, дымный шлейф и этот запах паленой кожи. Ни солидные кожухи, ни переплеты с тиснением и металлическим кантом не смогли уберечь фолианты. Что ж, как пишут в учебниках, арабы славились дикостью, новые религии, старые знания были совсем ни к чему. Однако, как это ни странно, через 3-4 столетия расцвет новой культуры привел к тому, что с новой силой вспыхнули, пусть на другом языке, многие выгоревшие шедевры. Рим, Византия, но сколько греческих книг вернули миру арабы? Странно. Похоже на то, что воины Амра бен Ал-Аса тогда в Александрии в торопях кидали в мешки не только золото, но и книги. Груз бесполезный для долгой, пусть и славной войны. Впрочем, в нашей истории важно другое. И этот расцвет, названный позже
Ренессансом мусульманской культуры себя исчерпал, и мир вновь погрузился во тьму. Библиотек стало много, не хватает огня. Спасибо. Der Brand im Jahre 642 aus dem Zyklus Skizzen für Kawafis. Vom Meer blies immer wieder der Wind und die glimmende Stadt loderte mit neuer Kraft auf. Auf den Straßen irrten die Schatten der Fußsoldaten und der Berittenen, Schreie, das Wiehern der Pferde. Allerdings war das Geschrei auf dem Fischmarkt am Hafen schon mal lauter in besseren Zeiten. Man sagt, aber wer sagt, wer überlebte denn? Die Bibliothek brannte einige Tage. Eine Feuersäule, eine Rauchschleppe und dieser Geruch verbrannten Leders. Weder solide Schutzhüllen noch Einbände mit Reliefdruck und Metallkanten konnten die Folianten retten. Nun denn, wie es in den Schulbüchern heißt, die Araber waren für ihre Wildheit bekannt und für die neue Religion war das alte Wissen für nichts gut. So seltsam es jedoch auch sein mag, nach 3-4 Jahrhunderten führte die Blütezeit der neuen Kultur dazu, dass mit neuer Kraft viele ausgebleichte Meisterwerke, wenn auch in einer anderen Sprache, in Flammen aufgingen. Rom, Byzanz. Aber wie viele griechische Bücher gaben die Araber der Welt zurück? Seltsam. Es scheint, dass die Krieger des Amir ibn al-As damals in Alexandria in aller Eile nicht nur Gold in ihre Säcke warfen, sondern auch Bücher. Ein unnützes Gepäck für einen langen, wenn auch ruhmreichen Krieg. Allerdings ist in unserer Geschichte etwa anderes von Belang. Auch diese Blütezeit, später die Renaissance der muslimischen Kultur genannt, erschöpfte sich. Und die Welt versank wieder in Dunkelheit. Bibliotheken gibt es heute viele. Das Feuer reicht nicht aus. Ja, wir konnten jetzt mitverfolgen, wie Sie selbst den Faden zum griechischen Dichter Konstantinos Kavafis spannen. Und Sie spannen in Ihren Gedichten überhaupt die Fäden sehr stark nach Europa, vor allem in den Süden Europas. Also ich glaube, so eine Präferenz für das Mittelmeer erkennen zu können. Und aber zur russischen Tradition fehlen die Bezüge. Da wäre meine Frage dazu, warum? Und eine zweite Frage, was auch noch naheliegend wäre, geografisch, sind die arabischen Traditionen der Dichtung. Welche Rolle spielen die in ihren Gedichten? Die arabische Tradition spielt die geringste Rolle. Wenn wir nicht über westliche Literaturen sprechen, dann sind die uns am nächsten, also in Zentralasien am nächsten von der Mentalität her und in Bezug auf die Weltanschauung, dann ist es wohl doch die persische Literatur und die persische Tradition und auch sehr interessant und vertraut ist uns auch die indische und die chinesische Literatur. Und sei es nur deshalb, weil sie uns geografisch näher sind. Die indische Kultur, zumindest Nordindien, wenn wir auf das Imperium der großen Mogule denken, oder auch wenn wir daran denken, dass wir eine gemeinsame Sprache haben und überhaupt sehr viel gemeinsam haben, dann war das für uns sicherlich näher und interessanter. Während die Araber gewissermaßen für uns, ja, wie sollen wir sagen, in der Geschichte haben sie irgendwann unsere Gebiete, unsere Territorien erobert. Und ob absichtlich oder nicht absichtlich, ob mit ihrem Willen oder gegen ihren Willen oder zufällig, jedenfalls sie haben uns die Religion gebracht. Also die Geschichte ist so, wie sie ist.
und das ist alles schon passiert, es ist so, wie es ist. Es gibt aber gewisse Erinnerungen daran, wie es zuvor war oder beispielsweise auch in der Zeit der Perestroika oder nach der Perestroika wurden viele historische Materialien publiziert. Das Interesse an der Geschichte wuchs und man interessierte sich auch für die Religionen, die vor dem Islam in dieser Gegend existiert hatten. Wenn wir nun zu Europa zurückgehen oder zu Südeuropa bzw. zum Mittelmeerraum, dann, ja, ich habe in früheren Gedichten darüber geschrieben, wie ich aus der Stadt herausfahre und dass ich das Gefühl habe, als gäbe es da gleich das Meer hinter dem nächsten Hügel und als wäre es mit etwas erfüllt. Und ja, das Tal von Ferghana hat in historischen Zeiten, hat es eben zu einem Gebiet gehört, wo auch das Meer wichtig war. Und auch in der Wüste und im Sand kann man manchmal auch Muscheln finden. Also auch zum Beispiel, und da geht es nicht um Schneckenhäuschen, sondern um wirklich alte Muscheln, die mit einem damals früher existiert habenden Meer zu tun haben. Und vielleicht ist es dieses Echo dieses früheren Meeres und vielleicht ist dieses Echo in unseren Seelen, unseren Ferghana-Seelen immer noch zu hören. Ja, und dann ist auch diese modernistische Tradition für mich wichtig, also beispielsweise Cavafis, aber auch viele italienische Dichter. Für uns waren sie sehr wichtig. Wir haben in ihnen etwas Wichtiges gefunden, so farbenprächtige oder auch, wenn man so will, also es gibt hier viele Metaphern, die uns vielleicht vertrauter waren als viele Schichten der russischen Poesie beispielsweise oder englische oder amerikanische Strömungen. Also die italienischen Hermetiker waren uns näher, vertrauter. Cavafis oder auch andere griechische Dichter. Auch Yannis Savitis ist mir sehr wichtig, Elitis. Für uns war das alles irgendwie vertraut zu diesem Zeitpunkt, vielleicht auch deshalb, weil wir darin etwas erkennen konnten, das uns von unseren Beschreibungen her an gewissermaßen an das erinnert hat, was wir selbst um uns herum wahrnehmen konnten. Beim Eugenio Montale habe ich beispielsweise einmal etwas gelesen über Glasstücke im Zaun. Und dann stellte sich heraus, das gibt es nicht nur bei uns, sondern auch in Italien. Und als ich dann mal in Italien war, habe ich wirklich gesehen, dass das dort gemacht wird. Und so etwas habe ich dann auch in Spanien gesehen. Und mir wurde klar, dieser Mittelmeerraum, dass es da so gewisse Parallelen gibt zu Zentralasien. Das sind offensichtlich Gegenden, die einander näher sind als Nordeuropa und Russland, wo möglicherweise durch die natürlichen Gegebenheiten alles ein bisschen anders ist. Ein Gedicht hören, das den Titel Norden trägt, Nordensterne. Aber jetzt darf ich zwei weitere Gedichte ankündigen, und zwar Konus, der Kegel, und Apisewat, die Stwizilnast, die Wirklichkeit beschreiben. Ersteres ist in dem Gedichtband Das Lovna erschienen und das zweite ist, glaube ich, neueren Datums. Да, первое стихотворение из книги «Дословно», которое вышло в 2018 году и о которой уже говорилось. Das erste Gedicht aus diesem Band, der 2018 erschienen ist und von dem schon die Rede war. Собирая слова как сдачу с дважды вычитанного монолога, разглядываешь их как монеты иноземные, жесть, сука, блин, недотрога, гадаешь, заплести ли их в косу, так делали в Азии, впрочем, той косы и в помине нету. Или, как в старом фильме «Пират», попробовать на зуб, завернутую в фольгу, шоколадку
постилку или конфету. Быть точнее, не так уж и много того, что в карман положишь, или на язык, и вкуса, впрочем, не ощущаешь. Монологу свойственно выхолащивать все то, что ты из себя, казалось бы, представляешь. Пустота внутри уставшего ритора, говоря риторически, обусловлена. И исторически, да и физиология, сухость в горле и естественное пошли все на. На этом следовало бы и закончить из остаточных слов сложенный текст, стоящего ничего не выйдет, и все напрасно. Жизнь – это усеченный конус, но только вывернутый наизнанку. То есть, в принципе, тот же конус, только кроваво-красный. Спасибо. Der Kegel. Du sammelst die Worte ein wie das Restgeld aus dem zweimal korrigierten Monolog. Musterst sie wie fremdländische Münzen, krass, Schlampe, Nutte, Zicke. Rätselst, soll man sie in den Zopf einflechten? So machte man es in Asien. Allerdings existiert jener Zopf schon lange nicht mehr. Oder wie der Pirat in einem alten Film draufbeißen. Auf die in Alufolie eingewickelte Schokolade, Pastille oder Praline. Präziser sein, so viel ist es nicht, was du in die Hosentasche stecken kannst. Oder auf die Zunge legen, ohne übrigens seinen Geschmack zu spüren. Ein Monolog hat es so an sich, hüllt all das aus, was dich vermeintlich ausmacht. Die Lehre im ermüdeten Rhetor ist rhetorisch gesprochen bedingt, sowohl historisch als auch physiologisch. Die Trockenheit in der Kehle und das natürliche »Ihr könnt mich mal«. Damit sollte man ihn auch beenden, den aus Restworten zusammengestückelten Text. Es kommt nichts Richtiges dabei heraus. Und alles ist umsonst. Das Leben, es ist ein abgeschnittener Kegel, bloß gestülpt nach außen. Das heißt, im Prinzip derselbe Kegel, nur blutrot. Да, а второе стихотворение, оно... Das zweite Gedicht ist das letzte, das ich geschrieben habe, etwa vor einem halben Jahr, und es heißt die Wirklichkeit beschreiben. День был хороший, без примет. Читая, думал, что все еще по старинке умудряюсь писать без приставок пост, мета и квази. Отстаю от века и дискурса, ну, конечно. И от прогулки намеченной отстаю, оборачиваясь на белку или наблюдая за замершим зайцем, косящим в мою сторону, но не подающим и виду. Или вот слушаю, как камень, отскочивший от ботинка, трижды цокает по плиткам пешеходной дорожки. Камень цокает, словно под плитками пустота. Вечность мира протирается лишь до границ видимого. Далее только гулкие хлопки. Наверное, правы, считающие, что земля — лишь плоская плита, канализационный люк, парящий в пустоте. Ведь ясно, не камешек тут полый, но земля и движущиеся оболочки. Белка бегает по веткам в поисках пустых еловых шишек. Два воробья поклевывают что-то на дорожке. Как петушок и курочка из детства, что весело скакали и клевали, и были сделаны, как выяснилось позже, конечно, я их разобрал, из двух прессованных скорлупок половинок, внутри которых не желток, но механизм. Так интересно открывать в 5 лет, что смысл движения в пружине. Впрочем, описывать действительность нет никакого смысла. Она сама себе опись.
полнота и пустота, бессмыслица и смысл. Описывать действительность – это как читать ровно то, что написано, не зная, что в тексте важно вслушиваться в гул, возникающий при чтении, возникающий как шелест, как помеха, что списывается на проблемы с дикцией, как звон, как вибрация твоих напрягшихся голосовых связок. Этот едва слышимый фон и есть пружина. Описывать действительность – это как смотреться в зеркало, которое словно говорит тебе: «Разбей меня, я хочу умереть». Спасибо. Die Wirklichkeit beschreiben. Es war ein guter Tag ohne böse Vorzeichen. Als ich las, dachte ich, dass ich es noch immer wie in alten Zeiten schaffe, ohne die Vorsilben Post, Meta und Quasi zu schreiben. Ich hinke dem Jahrhundert hinterher und dem Diskurs natürlich. Und auch beim geplanten Spaziergang bleibe ich zurück. Drehe mich nach dem Eichhörnchen um oder beobachte den erstarrten Hasen, der zu mir schielt, aber so tut, als ob nichts wäre. Oder ich horche, wie der Stein, der unter meinem Schuh wegspringt, dreimal auf das Pflaster des Gehwegs ploppt. Der Stein ploppt, als ob unter dem Pflaster Leere wäre. Die Dinglichkeit der Welt reicht nur bis an die Grenzen des Sichtbaren. Weiter entfernt, nur dröhnende Knalle. Wahrscheinlich haben diejenigen recht, die meinen, die Erde sei nur eine flache Platte, ein Gullideckel, der in der Leere schwebt. Denn klar ist, das hier ist kein hohles Steinchen, sondern die Erde und die sich bewegenden Hüllen. Das Eichhörnchen läuft die Äste entlang auf der Suche nach leeren Tannenzapfen. Zwei Spatzen picken irgendwas auf dem Weg. Wie der Hahn und das Hühnchen aus der Kindheit, die fröhlich hüpften und pickten und die, wie sich später herausstellte, ich habe sie natürlich zerlegt, aus zwei gepressten Schalenhälften bestanden, in deren Inneren kein Eigelb war, sondern ein Mechanismus. Wie interessant mit 5 Jahren zu entdecken, dass der Sinn der Bewegung in der Feder liegt. Allerdings macht es keinerlei Sinn, die Wirklichkeit zu beschreiben. Sie ist das Verzeichnis ihrer selbst, Fülle und Leere, Sinnlosigkeit und Sinn. Die Wirklichkeit beschreiben ist wie genau das zu lesen, was geschrieben steht, ohne zu wissen, dass es beim Text darum geht, auf das Dröhnen zu horchen, das beim Lesen entsteht. Das entsteht wie ein Rauschen, wie ein Störgeräusch, was auf Probleme mit der Aussprache geschoben wird, wie ein Klang, wie das Vibrieren deiner angespannten Stimmbänder. Dieser kaum hörbare Hintergrund, das ist die Feder. Die Wirklichkeit beschreiben ist, wie sich im Spiegel betrachten, welcher dir zu sagen scheint: Zerschlage mich, ich will sterben. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Lesen dieser wunderbaren Gedichte. Ich hätte im Anschluss angesichts der fortgeschrittenen Zeit vielleicht eine Frage. Mein Eindruck war es beim Lesen und ist es immer noch, dass es in diesen Gedichten zum einen ganz stark um die Sprache geht, um die Verwendung der russischen Sprache. Und da wäre meine erste Frage an Sie: Was ist es für ein Russisch, das Sie heute schreiben? Ist es das gleiche Russisch, das in Russland selbst, in der Russischen Föderation gesprochen und geschrieben wird? Oder unterscheidet sich das vielleicht davon auf irgendeine Art und Weise? Und die zweite Sprache ist, so klang das für mich, Sie sprechen ja auch über die Funktion, über die Bedeutung des Dichtens als solche. Vielleicht können Sie das ganz kurz für uns kommentieren. Warum Poesie, warum Gedichte schreiben? Наверное, вопрос о том, почему сочиняется. Frage betrifft, also die Frage, warum ich dichte, das ist wohl die interessanteste Frage für einen jeden Dichter. Denn meistens gibt es keine Antwort auf diese Frage. Du weißt nicht, warum du das tust. Mehrfach, vor allem seit meinem Umzug nach Finnland
und seitdem mein Leben sich geändert hat. Ich musste also Entscheidungen für mich treffen, also Familie. Ich musste mich auch um unseren Wohlstand in dem neuen Land kümmern. Das heißt, es war klar, ich kann nicht einfach nur noch mich mit der Poesie beschäftigen und hauptberuflich sozusagen ein Dichter sein. Und ich wurde eben ein Familienoberhaupt, ich habe Kinder bekommen und ich musste mich um diese Dinge kümmern. Und es war klar, dass ich mir nicht nur noch das in meinem Kopf behalten kann, was mit Literatur zu tun hat. Das hatte einen ganz starken Einfluss auf mich. Dann ein weiteres wichtiges Moment, das mich stark beeinflusst hat und das mich dazu gebracht hat, noch einmal darüber nachzudenken, ob ich in dieser Sprache weiter schreiben kann. Das war wohl im Jahr 2014. Damals ist das passiert, was eben rund um die Krim und Ukraine passiert ist. Und dann gab es eine richtige Welle von verschiedenen Seiten. Sagen wir so, es gab viel propagandistisches Rauschen und es war schon unmöglich, oder man hatte das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich weitersprechen kann. Natürlich nicht wirklich, weil man von dem eigenen Sprechen nicht weglaufen kann. Aber ob ich in meiner Sprache weiterschreiben kann. Denn diese Sprache, die russische Sprache, schien irgendwie auch nur eine bestimmte Lexik zu enthalten, eine propagandistische Lexik. Und ich kann mich erinnern, das war ein wichtiger Augenblick. Es gab die Buchmesse in Helsinki und es gab eine Pendeldiskussion. Ich habe dort teilgenommen und mit jungen russischen Dichtern gesprochen. Ich habe gesagt damals, diese Frage, wie man schreiben soll, wie man dichten soll, dass ich mir diese Frage nun umgekehrt stelle, dass ich mich frage, ist es überhaupt möglich, in dieser Sprache noch weiter zu dichten? Und das ist nun mein Russisch, das Russisch der Russischen Föderation. Da lautet die Antwort ja und nein. Ich lebe ja schon seit 20 Jahren nicht mehr in Russland und nicht in Usbekistan. Ich habe 1994 bin ich ja nach Moskau gezogen und habe ja wirklich 7 oder 8 Jahre dort gelebt. Aber seit 20 Jahren lebe ich nicht mehr dort. Und einerseits habe ich nicht mehr so eine Quelle. Das heißt, meine Sprache erneuert sich nicht so. Ich kann gewisse Entwicklungen vielleicht nicht mehr nachvollziehen. Aber hier in Helsinki gibt es sehr viele russischsprachige Menschen. Und dennoch ist das nicht ausreichend, um tatsächlich die Sprache weiterzuentwickeln, also um einen Nährboden für die Sprache zu finden. So gesehen ist es vermutlich der Fall, dass meine Sprache allmählich altmodisch wird. Vielleicht fehlen mir Jargonausdrücke oder mir fehlen gewisse Sprechweisen. Vielleicht fehlen mir auch gewisse Wörter, aus denen wiederum Themen hervorgehen oder auch Themen, aus denen wiederum Wortverbindungen entstehen. Und dann gibt es ein weiteres Problem, die zeitgenössische Literatur und die zeitgenössische Poesie, also die russischsprachige, ist in vielen ihrer Ausrichtungen an bestimmten Dingen interessiert. Und ich habe als eben mit meinem Hintergrund der Ferganer Schule, ich habe mich dafür nicht interessiert. Beispielsweise Shamshad Abdullayev, mein älterer guter Freund, hat ein paar Punkte zusammengefasst und hat die Prinzipien der Ferganer Schule festgelegt. Ich werde das jetzt nicht vollständig anführen. Ich kann diese Liste finden und ich kann sie Ihnen auch nachschicken. Aber ein Punkt betrifft den Umstand, dass die Poeten, die Dichter der Ferganer Schule sich von sozialen Problemen und Fragestellungen fernhalten, dass sie keine Narrative nachvollziehen, dass sie dieses Aktuelle eigentlich meiden. Also wir wollten uns eigentlich von der Welt entfernen, von der Welt mit all ihren Problemen. Wir haben begonnen, das zu suchen, was
das Wichtige darin zu suchen, in etwas, was mit dem Menschen, mit dem Menschlichen wohl am wenigsten zu tun hat. In meinen frühen Gedichten habe ich geschrieben, dass es menschlich ist, einen Menschen zu treffen. Die Poesie schien uns als etwas, das eine Schuldigkeit gegenüber all dem, was existiert, hat und nicht nur mit dem Menschen zu tun haben soll. Konus, also Kegel, dieses Gedicht, ist ein richtiges Gedicht, was das angeht. Das illustriert meine Gedanken. Es ist nicht beschreibend, es ist nicht deskriptiv. Es geht nicht um etwas, was man sehen kann, aber das Gedicht besteht aus Wörtern, aus Worten. Insofern ist es literarisch. Es gibt da wohl Unterschiede. Ich weiß gar nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass jeder, sagen wir Bürger der Russischen Föderation, meine Gedichte vollständig verstehen kann, obwohl ich nicht wirklich etwas verwende, was unverständlich wäre. Es sei denn, es geht um gewisse Dinge, die mit Zentralasien zusammenhängen. Zwischendurch habe ich Wörter oder verwende ich Wörter, die usbekischen Ursprungs sind oder tadschikischen Ursprungs sind, beispielsweise Duval statt Zaun schreibe ich, oder Asanchin ist ein Wort, das in einem Gedicht vorgekommen ist. Also einzelne spezifische Ausdrücke für die Region. Aber ich verwende jetzt keine sozusagen verzerrte russische Sprache. Also so etwas gibt es jetzt bei mir nicht. Na, dann hören wir zum Abschluss unseres Abends zwei Gedichte, die dann doch einen sehr konkreten Bezug zu ganz konkreten, realen, menschlichen Situationen haben. Einmal Severs Würste, Norden Sterne, das ein Stück weit uns von der Erfahrung zu uns spricht, über die Erfahrung des in der Fremde Seins, woanders Seins, nicht zu Hause Seins. Und dann am Schluss noch ein ganz aktuelles Gedicht, aber das verrät Ihnen dann Khamdam selbst. Да, стихотворение «Север звезды». Ну, оно немножко такое. Dieses Gedicht «Nord Sterne», das ist ein Humor, ja, dieses Gedicht enthält auch ein bisschen Humor. Das muss man auch mitbedenken. Какие к черту звезды? Небо в мерзких тучах, и ни в чем нет ни намека зноя, пекла, что нас пробрало до костей и опалило с изнанки. Эта ночь вновь одинокой девочкой глядит в мое окошко. Я неподвижен, если не брать в расчет чихание и кашель, и то, как я плетусь по направлению к шкафу за теплыми носками. Ставлю Дживана Гаспаряна или Нусрата Фатеха Алихана или Халеда, если есть нужда подвигаться. Мороз. Порой напьешься водки и затянешь маком, используя при этом блюдце страны, которой больше нет на карте. Остался вот сервиз in DDR. Все кузнецовские тарелки побили как-то массажисты-тренер, коллеги по работе, но друзья. Тарелка, впрочем, мне не помогает. Ума не приложу, в чем дело, но вязкой, тягучей и неспешной волны голосовой не получается. Возможно, мороз тому причиной. Холодный воздух, влажность. Опять же, коммуналка, сбегаются соседи. Впрочем, что хорошо, отпаивают чаем, зеленым и несут варенье, порой абрикосовое, чаще бурду из местных ягод. Солнца мне не хватает даже ночью, даже здесь.
И даже когда есть водка с персиковым соком, варенье тутовое и инжир сушеный, манты из тыквы, плов с бараниной и райский щербет. Так одиноко мне, когда на небе нет звезд. Особенно теперь, когда и звезды, и небо, и, пожалуй, даже солнце мне заменила ты, любимая. Где ты? Ах да, я вспомнил. Там, среди снегов, на севере, который мнится арабам самым страшным из адовых кругов. Ну что ж, пусть буду я очередным Орфеем, мне лира не нужна, и даже блюдце. Макомы буду петь, сложив ладони рупором. Тебя я докричусь, я за тобой отправлюсь, о Эвридика, солнышко мое. Спасибо. Norden, Sterne. Sternlos ist die Nacht eines traurigen Arabers. Welche Sterne gibt es zum Teufel im Winter? Der Himmel in widerlichen Wolken und so gar kein Anzeichen von Hitze, Glut, die uns in die Knochen fahren und von innen versengen würde. Diese Nacht blickt wieder wie ein einsames Mädchen durch mein kleines Fenster. Ich bin reglos, wenn man vom Niesen und Husten absieht und davon, dass ich mich zum Schrank schleppe, um warme Socken zu holen. Ich lege Chivan Gasparian auf oder Nusrat Fateh Ali Khan oder Khaled, wenn Bedarf an Bewegung besteht. Es ist eiskalt. Ab und an trinkst du ordentlich Wodka und stimmst ein Makam an. Benutzt dabei die Untertasse aus einem Land, das nicht mehr auf der Karte existiert. Geblieben ist das Tafelgeschirr in DDR. Alle Teller der Kuznetsov-Manufaktur haben die Masseure und der Trainer zerschlagen. Arbeitskollegen, aber Freunde. Der Teller hilft mir im Übrigen nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, woran es liegt, aber eine sämige und zähe und bedächtige Stimmwelle gelingt nicht. Vielleicht wegen der Eiseskälte, der kalten Luft, der Feuchtigkeit. Und noch dazu die Gemeinschaftswohnung. Die Nachbarn kommen angerannt, was allerdings gut ist. Sie flößen mir Tee ein, grünen Tee, und bringen Marmelade. Ab und an aus Aprikosen, häufiger ein Gebräu aus hiesigen Beeren. Die Sonne vermisse ich sogar in der Nacht, selbst hier. Und selbst wenn es Wodka mit Pfirsichsaft gibt, Maulbeermarmelade und getrocknete Feigen, Kürbismanti, Pilaf mit Hammelfleisch und Paradiessorbet. So einsam ist mir, wenn am Himmel keine Sterne stehen. Besonders jetzt, wo die Sterne und der Himmel und wohl auch die Sonne an deiner Stadt sind, Geliebte. Wo bist du? Oh ja, ich erinnere mich, dort inmitten von Schnee im Norden, den die Araber als den schlimmsten der Höllenkreise wähnen. Nun denn, so werde ich zu einem weiteren Orpheus. Ich brauche keine Lyra und selbst eine Untertasse brauche ich nicht. Werde Makwame singen und die Hände dafür zu einem Trichter formen. Meine Rufe werden dich schon erreichen. Auf den Weg zu dir werde ich mich machen, o Euridike, meine Sonne. На самом деле, конечно, тут немножко я побеспокою наших переводчиков. Ich mache mir Sorgen um unsere Dolmetscher. Dieses Gedicht und auch das nächste, das ich lesen werde, die Frage ist, ob diese Sprache wirklich anders ist als die Sprache, die in der Russischen Föderation gesprochen wird. Hier haben wir einige Ausdrücke, die tatsächlich in Zentralasien verwendet werden, zum Beispiel Markome. Das sind, wenn man das nie gesehen hat, dann gibt's, also dann kann man sich das nicht vorstellen, wie das genau aussieht. Das ist so ein Tellerchen. Ein Teller wird vor den Mund gehalten, um einen besseren Ton zu treffen von Sängern. Und dadurch entsteht dann eine bestimmte Intonation. Also das hilft eben bei der Darbietung. Also solche Dinge kann nur jemand wissen, der in Zentralasien war oder dort gelebt hat. Und auch das nächste Gedicht,
enthält auch einige Momente, wo man erkennt, dass es nur jemand geschrieben haben kann, der eben aus Zentralasien kommt. Sie werden das wahrscheinlich gleich verstehen. Dieses Gedicht heißt Das Weltempfinden um 5.15 Uhr nach finnischer Zeit. Я спал, постоянно просыпаясь, или даже вовсе не спал, отмечая, как светает за окном при очередной смене позы. Мне снился Навальный в небольшом северном городе. Он шел и спрашивал по дороге у встречных. «Эй, друг, ну как у вас тут? Не понаехали к вам? Ничего, многое не приедет. Известно, что 40% таджикских мужчин живет в Москве, с ними столько же женщин, еще их дети и старики, а их президент управляет российскими пограничниками. Больше-то некем. Дальше мне снился некий поэт, говорящий о похудении и пройденных бестолку километрах. Некий музыкант о приготовлении пищи. Некий литературный деятель об изменении облика среднего москвича. Некий журналист о закрытии границ на юг и открытии границ на запад. Или вот старая, знакомая, когда-то хиповая поэтесса, пишущая теперь слепые от ненависти статьи, ставшая юда и гомофобкой, давно прозревшая, кто есть кто в мировом закулисье, ненавистница либерастов, кощунниц и прочее. И тут же некая светская львица, продающая ношенное раз или два платье от некоего кутюр и матерящая, спотыкаясь, собянинскую плитку. Затем я проснулся и долго-долго говорил себе, нужно перестать читать Фейсбук. Нужно перестать читать Фейсбук. Нужно лучше портить глаза и мозги книгами, говорил я себе. А потом сел, чтобы записать все это и назвать. Лента Фейсбука замещает мне сны. Но вовсе не тебя, любимая. Хотя ты мне не снилась. Спасибо. Das Weltempfinden um 5.15 Uhr nach finnischer Zeit. Heute wachte ich nachts ständig auf oder schlief gar nicht. Sah, wie es draußen hell wird, während ich mich hin und her wälzte. Ich träumte von Navalny in einer kleinen Stadt im Norden. Er ging die Straße entlang und fragte unterwegs die Passanten, Hey, Freund, wie läuft es bei euch? Sind sie schon bis zu euch gekommen? Keine Sorge, viele werden es nicht sein. Bekanntermaßen leben 40% der tadschikischen Männer in Moskau. Dazu kommen genauso viele Frauen und noch ihre Kinder und die Alten, während ihr Präsident die russischen Grenzsoldaten lenkt. Wen anderen gibt's ja nicht. Dann erschien mir ein gewisser Dichter im Traum, der vom Abnehmen spricht und von sinnlos zurückgelegten Kilometern. Ein gewisser Musiker, der vom Kochen redet, ein gewisser Literaturschaffender, der vom veränderten Aussehen der Moskauer Durchschnittsbürger redet, ein gewisser Journalist, der über die Schließung der Grenzen nach Süden hin redet und über die Öffnung der Grenzen nach Westen. Oder eine alte Bekannte, früher einmal eine hippe Dichterin, die nun Artikel schreibt, die blind sind vor Wut, die Judo und homophob wurde, die längst durchblickt hat, wer ist hinter den Kulissen der Welt, eine Hasserin der Liberal-Päderasten, Frevlerinnen und so weiter. Und noch die Salonlöwin, die das ein- oder zweimal getragene Kleid eines Couturiers verkauft und flucht, wenn sie über Subjanins Pflastersteine stolpert. Dann wachte ich auf und sagte mir noch lange, lange. Ich muss aufhören, Facebook zu lesen. Ich muss aufhören, Facebook zu lesen. Muss lesen. Besser sich Augen und Gehirn mit Büchern verderben, sagte ich mir. Und dann setzte ich mich hin, um das alles niederzuschreiben und ihm den Titel zu geben,
Der Facebook-Newsfeed ersetzt mir die Träume. Aber mitnichten dich, Geliebte, obwohl du mir nicht im Traum erschienen bist. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank an Sie beide. Ja, auch von meiner Seite. Wir haben heute, wie Sie merken, sehr viel Zeit den Gedichten tatsächlich gewidmet, aber ich bereue es nicht. Und somit sind wir schon fast am Ende der Zeit. Von meiner Seite her natürlich noch einmal, jetzt ist er schon verschwunden, Helmut Häusler, vielen Dank für die deutsche Lesung der Gedichte. Und wir werden jetzt an das Publikum übergeben und würde sagen, 10 Minuten sollten wir uns noch nehmen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie sie schnell in den Chat hinein. Und wir warten jetzt und während wir warten, vielleicht eine kurze Frage noch, Hamdan. Hier gibt es noch eine Wortmeldung. Aber zunächst noch, während vielleicht vom Chat Fragen kommen, haben Sie noch lebendige Beziehungen, Kontakte nach Russland? Ich meine, Sie haben Ihr Buch 2018 dort publiziert. Sind Kontakte noch aufrecht jetzt 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion? Jedenfalls bin ich jemand, der in der russischen Sprache schreibt, ein Autor, ein Dichter. Und es ist wichtig für mich, russischsprachige Leser zu haben. Und jetzt lebe ich seit 26 Jahren in Finnland. Und häufig war es so, dass manche Übersetzungen sogar schneller entstanden sind oder schneller verlegt wurden als die russischen Erscheinungen. Dieses Buch, da hat es länger gedauert, bis dieses Buch veröffentlicht wurde, und einige meiner Freunde aus Russland, einige Dichter, haben mich sozusagen gezwungen, dieses Buch wirklich herauszugeben und diese Sammlung abzuschließen. Ich bin auf jeden Fall mit Russland verbunden. Eine ganz enge Verbindung ist eigentlich seit dem Jahr 2011, 2012, 13, dann im Winter 2011, als es eben diese Unruhen gab, auch im Zusammenhang mit Nawalny, der ja in dem Gedicht erwähnt wird, und als es Proteste gab gegen Wahlfälschung, da habe ich mich dann von Neuem in die russische Wirklichkeit, bin ich da eingetaucht, und sie erschien mir sehr wichtig damals. Und ich war sogar so gestimmt, dass ich mir gedacht habe, wenn sich etwas stark verändert und wenn Russland sich ganz stark verändern sollte, dann würde ich sogar noch eine Zeit lang wieder in Russland leben, um einfach diese Ereignisse mitzubekommen, um mittendrin zu sein in Moskau oder in St. Petersburg. Und mir schien, dort könnte etwas sehr Interessantes nun vor sich gehen. Aber leider war das nicht der Fall. Die Proteste wurden niedergeschlagen. Es wurde alles schlechter. Dennoch war ich manchmal in Russland und ich hatte Auftritte bei russischen Festivals. Ich wurde auch publiziert. Und ja, dieses Leben ging dann weiter und geht weiter. Ich lese russische Dichter. In diesem Jahr warte ich darauf, dass die Corona-Maßnahmen gelockert werden und die Einschränkungen aufgehoben werden. Und da möchte ich mehrere Veranstaltungen organisieren. Ich möchte russischsprachige Dichter und Autoren einladen. Ich habe allerdings schon Vorkehrungen getroffen und russischsprachige Autoren, die außerhalb von Russland leben, schon eingeladen, weil ich eben nicht sicher war, wie sich die Situation entwickeln wird. Und so habe ich russischsprachige Autoren eingeladen aus Estland, Lettland, Deutschland, Israel und so weiter. Aber ja, das wissen wir noch nicht, wie sich die Situation rund um die Pandemie entwickeln wird in Bezug auf Reisen. Ich habe also durchaus enge Kontakte
Und das letzte Gedicht, das ich vorgelesen habe, ist voll von vielen Realien, die mit Russland zu tun haben. Also das sind Facebook-Posts, die ich verarbeitet habe von meinen literarischen Freunden, von russischsprachigen eben, von Bewohnern Russlands, die über viele alltägliche Dinge geschrieben haben. Und dann auch in Bezug auf Nawalny. Ich betrachte all das natürlich mit meinen usbekischen Augen. Und das, ja, damals die Situation rund um Nawalny fand ich damals sehr wichtig. Nämlich daraufhin, dass er nationalistische Tendenzen vertreten hat und nationalistisches Gedankengut vertreten hat. Das war in diesem Gedicht eben auch wichtig. Im Facebook habe ich dann auch zum Beispiel publiziert, dass er, also Free Nawalny, dass ich das unterstützt habe. Und dann hat mir ein User geschrieben, er war doch gegen die Migranten, gegen die Gastarbeiter. Und ich habe dann geschrieben, ja, das stimmt. Aber in dieser Situation ist er dennoch ein Opfer und wir müssen uns alle für ihn einsetzen. So, in dieser Situation befindet er sich in dem Zustand, in dem er sich befindet, und seine Weltanschauung ist im Moment nicht wichtig, also seine Weltanschauung in Bezug auf Nationalismus. Ja, also diese nationale Frage ist jetzt in Bezug auf Nawalny nicht wichtig. Wie gesagt, ich habe also diese Kontakte, ich bin aber aktiv in der finnischen Literaturszene. Ich bin zum Beispiel in Turku, bin ich auch aufgetreten beim Literaturfestival, und meine Werke sind übersetzt in mehr als 10 Sprachen. Meine Bücher sind erschienen auch in Italien, Estland und Finnland. Also was das angeht, ich lebe, wie soll ich sagen, ich lebe sozusagen in einer anderen Welt, aber auch jetzt kommen manchmal Dinge durch, die direkt zusammenhängen mit der russischen Kultur, und ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich mir denke, das kann man ja gar nicht übersetzen. Wie soll man das übersetzen? Ich habe vor kurzem ein Gedicht geschrieben, das mir selbst sehr gut gefällt, aber hier wird hier geht es um die Wortbildung, die sehr stark im Russischen verankert ist, dass man nje, also das Präfix nje, zusammenschreiben kann oder getrennt schreiben kann. Und ich habe damit gespielt in einem Gedicht. Und mir ist allerdings bewusst, dass so ein Gedicht eben nicht übersetzt werden kann in andere Sprachen, wenn es nicht die gleichen Regeln der Wortbildung gibt. Ja, das sind wichtige Aspekte, und immer wieder ist man in einer Situation, dass man von allen verstanden werden möchte. Gleichzeitig arbeitet man mit der Sprache, in der man lebt und in der man eben arbeitet. Ich darf gleich mal die erste Frage aus dem Publikum an Sie richten, die passt ganz wunderbar zu diesem Thema. Ich werde sie auf Russisch vorlesen und dann anschließend ins Deutsche übersetzen. Roman Krasivnikov fragt Folgendes. Есть ли у вас образ своего потенциального идеального читателя и какими чертами он обладает? Die Frage lautet auf Deutsch, ob Hamdam Zakirov eine Vorstellung von seinem eines potenziellen idealen Lesers hat und wie würde ein solcher idealer Leser aussehen? Когда-то очень давно я написал... Vor sehr langer Zeit schrieb ich in einem Essay über die Poetik. Ich beschrieb meine eigene Wahrnehmung von Poesie und meine eigene Poetik. Und ich erinnere mich, ich habe eine Phrase genommen von Salinger. Er hat geschrieben, die Bibliothekarinnen müssen die Literatur verstehen. So habe ich gelebt, literarisch lebe ich so. Ich habe versucht, möglichst gut so zu schreiben, dass es möglichst verständlich ist. Ich wollte also jetzt nicht nur für Engstirnige oder für große Poesieliebhaber zu schreiben, sondern ich wollte eigentlich
nicht ein Dichter für die Dichter sein. Ich wollte breit verstanden werden. Ich versuchte, so einfach wie möglich zu schreiben, oder zumindest erscheint es mir so. Und dennoch habe ich meinen Lesern nicht die Chance gegeben, also beziehungsweise ich habe sie nicht an einer Leine gehalten. Mein Leser muss nicht ein idealer Leser sein, er muss nicht vorbereitet sein und ausgebildet sein dafür. Mein Leser kann ruhig der sogenannte kleine Mann von der Straße sein. Ich versuche eben, ihn zu erreichen, den sogenannten kleinen Mann von der Straße auch. Ich arbeite jedoch mit der Sprache so, wie ich es für wichtig halte. Ich versuche zu schreiben und zu beschreiben, so wie, also in allen Einzelheiten, wie es notwendig ist in dem Moment, so wie es mir vorkommt. Ich denke, jeder Passant auf der Straße, den ich jetzt hier so als Metapher nehme, ich tue alles, was ich kann, damit es für ihn so verständlich wie möglich ist, aber ich mache es immer so, dass er dennoch gezwungen sein wird, einen Weg zurückzulegen. Also, aber das, denke ich, ist immer in der Literatur wichtig. Ich lese ja auch und verstehe jene Literatur oder jene Poesie sehr gut, die mir fast verständlich ist. Das heißt, es soll ruhig immer etwas noch bleiben, das mich zwingt, sozusagen auf die Zehenspitzen zu steigen oder Stufen hinaufzugehen. Also neue Sujets oder etwas Unbekanntes, einen neuen Klang, ein neues Wissen über die Sprache, neue Metaphern und so weiter und so fort. Und das ist es, also eine ähnliche Arbeit führe ich auch durch im Hinblick auf meine Leserschaft. Ich hoffe, es ist nicht so schwer, aber man kann es sich auch sehr einfach machen und einfach meine Gedichte eben nicht lesen. Es gibt noch eine Frage, die wurde auch auf Russisch gestellt von Ursula Dolleschall. Und jetzt, Hamdam, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich bitte um eine ganz kurze Antwort. Und zwar lautet die Frage, sie wurde auf Russisch gestellt, ich sage sie gleich auf Deutsch. Warum sind Sie nach Finnland übersiedelt? Und schreiben Sie in Ihren Gedichten auch über Finnland? Ich denke, ein bisschen etwas haben wir schon dazu gehört. Nach Finnland bin ich gezogen, extra dafür, um heute Abend sagen zu können, Sie sprechen ja vom Baltikum bis Usbekistan und ich bin ein Beispiel dafür, dass man von Usbekistan zum Baltikum kommen kann und sogar noch weiter in den Norden. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Ich habe in Moskau geheiratet, meine Frau hatte finnische Wurzeln, es war Ende der 90er Jahre, es gab eine Wirtschaftskrise und wir überlegten uns damals, wir könnten doch neu anfangen in einem anderen Land, wenn wir schon diese Möglichkeit haben. Ihre Schwester hat damals in Finnland gelebt und sie hat uns mitgenommen, das ist die Kurzversion. Über Finnland schreibe ich nicht sehr viel allerdings, aber manche Einzelheiten kommen vor. Ich schreibe nicht über viele große Sachen, sodass man verstehen kann, dass es sich um finnische Themen geht, aber immer wieder kommt Helsinki vor oder ich schreibe über Eichhörnchen und über Hasen. Das ist das, was ich in einer großen Stadt hier sehen kann. Also beispielsweise, ich spaziere mit einem Hund in einem kleinen Wald in der Nähe und wir sehen einfach Kaninchen und wir sehen Eichhörnchen. Eines ist sogar zu uns beim Fenster hereingekommen. Also das ist auch eine Realität in Finnland. Damit vielen Dank auch, dass Hamdam Sakirov unseren Titel in Erinnerung gebracht hat. Wir sind jetzt eigentlich am Ende unserer Reihe in Usbekistan, aber ich darf was ankündigen. Möglicherweise, es ist noch nicht ganz fixiert,
wird es noch einen Abend zum Kaukasus geben. Mehr können wir dazu leider nicht verraten, außer das Datum am 23. Juni 2021. Sie werden es über die Aussendung erfahren. Und das Zweite, wir gehen ganz am Ende ins Baltikum, nämlich mit einer Live-Performance der Gruppe Arbita aus Lettland. Und dafür ist das Datum auch schon fixiert, am Mittwoch, den 29. September 2021 in Innsbruck im Leo-Kino. Und auch da wird es eine technische Premiere geben, nämlich wir brauchen für die Gedichte Obertitel. Das werden wir hinkriegen und das Leo-Kino ist dann tatsächlich für alle die Teilnehmer, die auch in Innsbruck sind oder die vielleicht anreisen möchten. Damit kann ich nun von meiner Seite schließen. Ich bedanke mich noch einmal bei allen und übergebe jetzt wieder das Wort an Maria für das Schlusswort. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Eva, auch für diesen wunderbaren Ausblick auf das, was noch kommen wird. Wir bedanken uns ganz herzlich auch aus dem Literaturhaus Inn bei dir und bei Miriam Finkelstein, wie immer, für diese wunderbare Begleitung durch den Abend. Wir bedanken uns auch bei Ramona Rakic und dem ganzen Team des Russland-Zentrums, die im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Besonderer Dank gilt natürlich und dem Dolmetscher-Duo Mascha Dabic und Matthias Altaler. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie so etwas überhaupt funktionieren kann. Also noch einmal vielen, vielen Dank. Und Applaus gilt natürlich auch Helmut Häusler. Seine Stimme vermissen wir jetzt schon. Vielen Dank für die wunderbare Lesung und ganz, ganz großer Dank geht an Khamat Zakirov. Vielen Dank für die vielen Sterne, für die Muscheln, für die Diskurse und die vielen Wörter, durch die sie uns geführt haben, für diese ganz, ganz wunderbare Literatur. Es war wieder ein sehr inspirierender Abend und ich glaube, ich spreche im Namen des Publikums, dass wir das alles sehr genossen haben. An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mein herzlicher Dank, dass sie wieder mit dabei waren. Und ich habe auch noch eine ganz, ganz gute Nachricht. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns nämlich tatsächlich wieder in Person. Am nächsten Mittwoch starten wir mit unserer ersten Live-Veranstaltung nach dem langen Lockdown. Also melden Sie sich an, hier bei uns im Literaturhaus am Inn. Bernd Schuchter wird zu Gast sein. Und wir dürfen Sie dann wieder ganz persönlich begrüßen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute. Und es war wunderbar. Danke.